wieder mal ein sehr intensiver Kampf. Ja, ohne die Tränke wäre ich aufgeschmissen gewesen. So. Wo war denn jetzt der NPC? Ich glaube, der war hier ganz am Ende. Und zwar hier. Ja, dann bin ich doch mal gespannt, was es mit dem Book of the Bones auf sich hat. Hoffentlich erfahren wir da jetzt noch was. Level up. Okay. Und hat der auch was gesagt? Great, this will be very interesting to read. Thank you. Okay. Und das war's? Bloß für deine... Damit der eine interessante Bettlektüre hat, bin ich hier halb gestorben wieder. Okay. Aber ich habe... Ach, ich habe gleich zwei Level-Ups gehabt. Krass. Das hat richtig viel XP gegeben. Da. 7200 Experience Points. 64 Emeralds. Quest completed, Lost Tower. Okay. Das gefällt mir doch mal sehr gut. Einfach mal so mit einer Quest. Gut, ich hatte ja fast schon Level 28, aber jetzt... Oh, ich bin fast schon Level 30. Das hat richtig viel gegeben. Also das hat sich gelohnt. Und war auch mal wieder eine richtige Herausforderung. Und jetzt werde ich erstmal hier etwas hochskillen. Also der Schaden, den ich mache, der gefällt mir schon ganz gut, aber kann man eigentlich nicht genug haben. Das ist der normale Defense. Okay. Gehe ich hier mal zwei hoch. Ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist. Wahrscheinlich sollte ich jetzt allmählich auch hier bei den Intelligence Skills hochskillen. Weil das ja wichtig ist für die Spells. Aber gut. So. 37. Ach, das habe ich hier gleich nochmal bekommen. Auch nicht schlecht. Aber ich kann jetzt den Oaksbier nehmen. Jetzt ist die Frage, ob ich auf den auch Fire drauflege. Ja, Knockback auf keinen Fall. Oder Sharpness. Ich weiß nicht. Ach, One Thorns on Armor. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das Ding ist halt, Fire, das ist halt praktisch, weil die dann, auch wenn ich sie nicht mehr treffe, Schaden kriegen. Einfach, weil sie brennen. Und Sharpness habe ich halt direkt mehr Schaden. Da bin ich echt unschlüssig. Aber ich bin bislang doch eigentlich ganz gut mit Verbrennung gefahren. Deswegen würde ich sagen... Ja, ich mache das wieder so. Und was ist das denn eigentlich hier on Arme? Featuring Falling? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Knockback on Weapons, aber ja, keine Ahnung, was für Vorteile das... Ach, Featherfall, kann das sein? Das könnte ich mir dann auf die Schuhe machen. Aber ich krieg doch... Hä? Ich krieg doch sowieso keinen Fall-Damage. Oder haben die das eingeführt? Ah, oh, da bin ich jetzt echt völlig überfragt. So.
Ist halt die Frage, ob ich mir die Thorns hier irgendwie auf die Rüstung drauf packe. Oder ob ich da warte, bis ich irgendwie noch eine bessere Chestplate bekomme. Das weiß ich halt auch noch nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt diesen Speer hier verwenden. Das gefällt mir schon mal gut. Und die kann ich noch nicht verwenden, weil die Level 30 sind. Ich guck gerade mal. Federfall. Aber was... Anscheinend gibt es jetzt dann doch Fallschaden. Das wäre ja ganz interessant, das mal herauszufinden. Also muss ich mich mal informieren. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Tränke kaufen. Denn diese Healing One Tränke, die sind doch nicht so stark. Ach ja, da habe ich noch ein Healing True. Aber ich kaufe mir hier gleich die Healing 3. Einmal und nochmal. Und gleich ja ein paar mitnehmen. Nanu. Oh, wie viel habe ich jetzt? Oh, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie einen mehr gekauft, als ich wollte. Naja, mit den Lags ist das immer so eine Sache. Okay. Ja, die Gläser kann ich hier mal wegtun. Die brauche ich nun wirklich nicht. Wahrscheinlich kommt dann die nächste Quest irgendwie, dass ich ein Glas brauche, aber... Denke ich jetzt mal nicht. Ich gucke jetzt gerade mal, was hatte ich denn jetzt hier noch? Ah, okay, das mit den Teleportation Scrolls. Ah ja, da werde ich mir auch gleich wieder eine holen. Explore the Pit. Da bin ich ja auch gescheitert. Und das da könnte ich dann auch starten. Thorold at... Ternavis, da war ich ja schon. The Angry Village, okay. Da war ich schon, das ist hinter Deadlass noch. Okay, aber... Ich werde jetzt mich nochmal in das Loch wagen. Irgendwie habe ich jetzt, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt ein bisschen übermütig durch den Erfolg bei der Quest gerade. Aber was soll's? Wie kam ich denn da am besten hin? Ich glaube, ich muss erst... Ja, genau, ich muss erst hier rüber. Und mich dann irgendwie da... Ja, gut. Ich renne einfach durch. Wird, denke ich, das Beste sein. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass jetzt ich irgendwie dann 20 Gegner an der Backe habe. So. Und jetzt habe ich gerade einen richtigen Freeze gehabt. So. Mal gucken. Die kommen natürlich trotzdem alle. Dann werden sie eben ein bisschen gegrillt. Und sind alle weg. Das gefällt mir gut. Und hier hatte ich ja irgendwie das Problem, dass die da unten... Dass die von oben immer reinfallen. Also ich bin mir da echt noch nicht so sicher, was ich dann da drin auch machen soll. Ich meine, da geht es ja dann noch in dieses Loch rein. Und die Lags sind gerade ein bisschen bescheuert.
Das ist nämlich dann auch gefährlich. Ach, den hätte ich ja auch noch. 2 bis 64. Das ist mal eine seltsame Damage-Zahl. Also das kann ja alles sein. Naja, hätte ich verkaufen können. Aber ich werde mich jetzt dann trotzdem hier mal runterwagen. Es ist dann noch ein anderer Spieler, aber der geht irgendwie nicht darunter. Nee, der geht woanders hin. Okay. Ja, wenn ich die mit 2 Schlägen kaputt kriege, soll es mir recht sein. Na? Oh, bitte nicht diese Lags. Die sind ja echt furchtbar. Die sind ja echt widerlich. Ja, und jetzt kommen sie natürlich dann doch von oben runtergefallen. Das ist so bescheuert. Ah, da liegt ein Helm, den nehme ich natürlich mit. Okay. Noch? Ah, jetzt ist da ein Spieler reingegangen. Vielleicht sollte ich das sogar nutzen. Einfach mal dem hinterherrennen. Ich renne jetzt einfach hier mal durch. Hallo? Ach komm, das gibt's doch nicht. Ich wollte den Trank trinken, es hat geleckt, ich bin gestorben. Und das ist... Ja, jetzt leckt's noch mehr und es leckt noch mehr. Das ist wirklich ein bisschen bescheuert. Weiß gar nicht. Na, ja, das sind jetzt aber... Global... Nee, ich sehe jetzt auch gerade gar nicht, wie viele... Leute hier auf dem Server sind, aber... Ah, das war doch beim letzten Mal auch nicht so heftig. Also ich habe den Trank, den habe ich überhaupt nicht trinken können, weil es eben geleckt hat. Ich habe den immer noch in der Hand. Naja, dann war das wieder der Versuch, diese Quest zu machen. Hat wieder nicht geklappt. Ich werde es ein andermal nochmal probieren, aber... Bei diesen Lags habe ich wirklich nicht mal den Hauch einer Chance. Und ja, keine Ahnung. Bin doch geneigt, die Aufnahme jetzt auch zu beenden und es ein andermal zu probieren. Keine Ahnung, vielleicht wenn... Ja, wenn die Server sich hier wieder ein bisschen beruhigt haben. Ah, ich könnte hier noch die Teleportation Scroll... mir besorgen. Wo war die denn? Wo war der Teleportation Scroll Verkäufer? Vielleicht hier hinten? Der anderen Seite? Ah ja, hier ist er ja. Okay. Die muss ich ja auch irgendwann noch abgeben für diese eine Langzeitquest. Ja, und man sieht schon, ich habe wieder draufgeklickt. So, jetzt habe ich es tatsächlich in der Hand. Na gut, dann habe ich wenigstens eine Quest mal wieder geschafft. Den Helm gebe ich hier noch ab. Und eine Quest habe ich wieder nicht geschafft. Das ist die in dem Pit, aber ich werde es einfach ab und zu mal wieder probieren, wenn ich in der Gegend bin.
irgendwann werde ich es schon schaffen. So, das kommt weg. Und das kommt weg. Okay, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.